So, weiter geht's mit Donkey Kong Country 2 und dem zweiten Schiffslevel, Lava Lagune. Hier lernen wir einen neuen Freund kennen. Das ist er, Clever, der Seehund. Wir müssen auf ihn draufspringen, um die Lava abzukühlen. Ist aber irgendwie seltsam. Lava ist flüssiges Gestein und hat nichts mit Wasser zu tun. Die Lava wird allerdings erst dann gefährlich, wenn sie ihre maximale Temperatur erreicht hat. Ich glaube... Nein, ich weiß es genau, dass es in diesem Level nur einen einzigen Geheimgang gibt. Freut ihr euch auch schon wieder auf En Garde? Sicherlich doch. Bitte um Verzeihung, dass ich diesen Part erst jetzt hochladen kann. Eigentlich hätte ich diese Episode schon vor 3 Wochen fertig kriegen können, aber kurz vor den Ferien ist mir ganz unerwartet das Guthaben für meinen Internetstick abgelaufen. Und ohne einen bestimmten Chatroom schalte ich meinen PC nicht ein. Ich hatte aber auch nicht vor, mir direkt einen neuen Gutschein zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja eine Woche lang zu Hause war und dann hätte ich einfach nicht so viel davon gehabt. Komischerweise tut sich En Garde weh, wenn er Clever berührt. Jetzt aber zack, zack. Seht ihr? Mir ist nichts passiert. Mache alle Gegner fertig. So einen ähnlichen Geheimgang hatten wir möglicherweise schon einmal. Das ist jetzt schon wieder zu lange her. Vielleicht hätte ich die vorherigen Parts noch einmal durchstöbern sollen. Die Donkey Kong Münze ist kurz vor dem Ende versteckt. Diese Stachelfische heißen Pufftub. Die gab's auch beim 6. Boss aus I Wanna Find My Destiny. Oh, das war aber kein sehr kalter Atem. Das Wasser ist sofort wieder glühend heiß geworden. Und wieder ein Level weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste als nächstes der Level Ice Ridge kommen. Richtig. Dieser Level hat ein äußerst interessantes Design. Wir müssen uns auf diesen Heißluftballons fortbewegen. Da fällt mir ein, als ich vor 2 Wochen auf dem Weg von Aachen nach Frankfurt war, da habe ich 4 Heißluftballons am Himmel gesehen. Das kommt wirklich selten vor. Der Dampf drückt uns nach oben, wie ihr sehen könnt.
Ich erinnere mich, in VIP Mario World 4 gab es in einem Level einen Abschnitt, der eine Anspielung auf diesen Level war. Das war aber noch auf dem alten PC. Der hatte ja leider 2011 dann den Geist aufgegeben. Und da müsste ich jetzt erst noch einmal ganz von vorne anfangen. Obwohl, was sage ich denn da? Noch einmal, ich war ja gar nicht derjenige, der diesen Hack gespielt hat. Es war mein großer Bruder. Komisch, dass die Lava im Hintergrund nicht den Berg hinabfließt. Die Donkey Kong Münze kann man in diesem Level auch leicht übersehen. Bloß nicht in die falsche Richtung Anlauf nehmen. Soweit ich weiß, kann man den Rempler nicht mehr abbrechen. Wir haben auch schon wieder 4 Quem-Münzen. Gut die Augen aufmachen. Ja, ich komme mir immer so blind vor, aber den Geheimgang sehe ich auch noch. Ah, da habe ich noch vergessen zu erwähnen, die Heißluftballons aus VIP Mario World 4 haben auch ein Gesicht. Nein, danke. Partnerwurf wäre mir hier zu riskant. Werde ich nächsten Level auch noch in diesen Part einbringen? Ich weiß es noch nicht. Oh, Dixie kann so süße Bläschen machen mit ihrem Kaugummi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendeine Wespe mit einem Fasstod werfen muss, um die Donkey Kong Münze kriegen zu können. Nieg, die Ratte, gibt es in fast jedem Level. Vorsicht, gut zielen. Ja, das kann selbst ich noch. Besser nicht springen, sonst landet man manchmal irgendwie knapp daneben. Ja, auf die Münze muss ich jetzt wohl verzichten. Nächste Level ist dann wieder so eine Art Minenschacht, genau wie Böllergrube. Dort sehen wir auch unseren Freund Squavsk, den Papagei, wieder. Squavsk, also sein Name ist für mich wie ein Zungenbrecher. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Es nützt nichts. Man muss zwischen diesen beiden Wespen durch.
Didi läuft die ganze Zeit in der Luft herum. Ja, ich denke aber, ich werde danach auch wieder einen Cut machen. Ach, da verzichte ich lieber auf einen großen Preis. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.